Kommen wir mal zum Thema, was kostet uns hier so ein Stellplatz für unsere Automaten? Da habe ich so einen groben Schnitt, was wir zahlen und natürlich die Stromkosten noch separat. Also Leute, ich kann euch sagen, für die Stellplätze zahlen wir je nach Lage, je nachdem wie gut dass wir denken, dass der Automat läuft, zahlen wir mehr und weniger. Ganz, ganz logisch. Für den Platz zum Beispiel haben wir vorab gedacht, okay, hey, gut, könnte gut laufen. Wie ihr seht, ist hier eine Straße, da hinten ist ein Gewerbegebiet, viele Autos kommen vorbei, Fußgänger, hier ist ein Döner, alles. Dachten wir uns, okay, gut, könnte laufen. Was auch gut ist, wie ihr seht, hier ist schon mal ein Eiautomat. War auch ein guter Punkt für uns zu sagen, hey, vielleicht würden die uns sogar einen Stellplatz erlauben. Strom wäre schon da, alles gelegt. Von da haben wir da angefragt, war auch sofort gleich begeistert, hat gleich mitgemacht das Ganze. Und ja, hier zahlen wir jetzt, soweit ich weiß, ich glaube 120 Euro netto Miete plus Stromkosten. Stromkosten, je nachdem wie die Sonne drauf scheint, wie ihr die Temperatur eingestellt habt, könnte es so ungefähr, sagen wir, 25 bis 40 Euro Stromkosten extra rechnen im Monat. Aber dann müsst ihr wirklich sagen, ob es für euch lohnt oder nicht. Das Ganze müsst ihr einfach mal, wir machen es immer so gerne, dass wir einen Mietvertrag reinschreiben, die ersten 3 Monate testen, so eine Testphase, wie es läuft. Und wenn es nach 3 Monaten nicht gut läuft, dann sagen wir, okay, gut, sorry, läuft nicht, Mietvertrag kündigen. Und dann machen wir den Automat wieder weg, logischerweise. Bis jetzt hatten wir das Thema noch nicht, dass einer nicht gut lief, einer läuft nicht ganz so gut. Da sind wir überlegen, wenn wir einen besseren Platz haben, den wegzumachen. Aber derzeit ist noch alles in Ordnung, von daher lassen wir ihn erstmal da und suchen neue Plätze. Genau, ich würde euch auch empfehlen, nehmt ungefähr einen Richtwert von 100 Euro pro Standmiete. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Zum Beispiel haben wir in Ingolstadt einen Stellplatz. Dachten wir uns, Ingolstadt, eine Stadt mit 130.000 Einwohnern, das muss laufen. Ja, Schwachsinn. Kein Automat, der, naja, ich würde sagen, der lohnt sich gerade so, dass wir nicht drauf zahlen. Und da haben wir gleich direkt einen Jahresvertrag gemacht, weil wir dachten, das muss laufen. Aus Fehlern lernt man, Leute. Deswegen empfehle ich euch immer wirklich zu sagen, okay, gut, 3 Monate Testphase. Und dann schauen, was daraus wird. Und dann könnt ihr drauf hin, wenn ihr sagt, so nach 3 Monaten, der Automat auch ein bisschen bekannt wird und sonstiges. Aber wenn ihr nach 3 Monaten gut läuft, dann könnt ihr sagen, okay, gut, passt. Wir machen erstmal einen Jahres- oder 2-Jahres-Vertrag, weil dann seht ihr schon mal, es läuft weiter, es läuft gut. Und dann lohnt es sich auch, einen längeren Vertrag zu machen. Was ich euch noch auf jeden Fall empfehlen kann, wo wollt ihr den Automat aufstellen? Zur Stellplatzsuche allgemein kommt auf jeden Fall auch noch ein Video, ist schon alles geplant. Müssen wir nur noch machen, das Ganze. Aber ich bin am April im Urlaub und es wird erst danach passieren wahrscheinlich. Genau, wie gesagt, was ich euch auf jeden Fall empfehle, den Automaten am besten an der Straße zu stellen, an einem Fußgängerweg oder irgendwo, wo die Leute auch wirklich auf den Automat aufmerksam werden und das Ganze dann auch schnell rumspricht. Also ein Automat hilft euch nichts, wenn er jetzt irgendwo hinter einem Busch steht und ihn keiner sieht. Also am besten einfach so hinstellen, dass jemand sieht und im Allgemeinen spricht der ganze Spaß dann von alleine rum, weil irgendwann hat es jemand von der Schule entdeckt, der sagt seinen ganzen Klassenkameraden, hey, pass mal auf, hier ist ein neuer Automat da und da und dann wird es auch sogar so zu so einem kleinen Jugendtreffpunkt und dann läuft es sich von ganz alleine an. Und deswegen sagen wir auch von Haus aus so, 2-3 Monate Startzeit braucht jeder Automat eigentlich. Obwohl, muss ich wirklich sagen, der hier, da er an der Straße ist und auf Fußgängerweg ist, ist der im ersten Monat schon mit fast 4.000 Euro Umsatz angelaufen und hält sich jetzt auch so stabil. Wir sind komplett zufrieden, wenn es weiterläuft und jeder Automat so wäre, dann würden wir noch weitere 100 Automaten wahrscheinlich bestellen. Aber leider ist dem nicht so. Aber im Allgemeinen sind wir auch wirklich sehr zufrieden, weil im Durchschnitt machen uns unsere Automaten so 2.000 bis 2.500 Euro Umsatz. Von daher, was gibt es Besseres als 1-, 2-, 3-mal die Woche auffüllen, Ende des Monats ein schönes Geld nach Hause zu bringen, schönen Umsatz zu machen. Und genau, das war's dann auch mit dem Video, Leute. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben, dann kann ich mal so ein Video machen, wo ich eure Fragen beantworte. Und falls ihr Videoideen habt, auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich. Bis dahin. Abonniert mich auch hier auf YouTube. Bis dann. Ciao.